Smarana, ihr Lieben, es geht heute um die Portaltagsenergie am 12.03. Es geht um die Manifestation, wie man richtig manifestiert, und wir werden zusammen ganz toll manifestieren. Und es geht auch um ja, die Achtsamkeit und den Zauber, welche diese Achtsamkeit für uns in sich hat. All dies werden wir natürlich auch in einer geführten Meditation oder in einer gechannelten Meditation, ich weiß noch nicht, wie es wird, die geistige Welt wird mir das jetzt gleich sagen, werden wir zusammen vertiefen, und ich freue mich auf dich. Gleich geht's los. Also, es geht darum, dass wir in unserem Leben für alle Dinge die Schönheit erkennen. Das möchte die geistige Welt uns zeigen, weil ihr wisst ja, dass die geistige Welt diese Polarität nicht hat, dieses Gut und Böse oder dieses Schöne und Nichtschöne gar nicht kennt. Und wir das getrennt haben hier in der Dualität. Und ich habe so für mich festgestellt, wenn ich mein Leben mal so zurückblicke, dass ich schon immer jeden Augenblick meines Lebens genossen habe. Und natürlich besonders die schönen Momente intensiv genossen habe. Also die negativen habe ich natürlich nicht genossen. Aber die schönen Momente, die habe ich extra für mich nochmal so intensiviert, indem ich mich besonders darüber gefreut habe. Und das möchte ich euch gerne ans Herz legen, weil das ist die Energie, welche uns am 12.03. erreicht, welche uns es möglich macht, aus den schönen Dingen noch mehr Kraft herauszuschöpfen und uns dadurch ja noch wohler zu fühlen und dadurch auch über die Achtsamkeit den Weg zur Liebe zu finden. Das ist jetzt ganz allgemein gesagt, aber es trägt eine ganz große Kraft. Das heißt also, wenn es regnet und ich sehe zum Beispiel so einen Tropfen, einen Regentropfen an, dann sehe ich, wie er schillert, in welchen Farben er glänzt und was für eine Schönheit dieser Regentropfen für uns hat. Es liegt an uns, dies nur zu erkennen. Und das heißt also, die Achtsamkeit wird erweckt, verstärkt, ausgedehnt. Das heißt also auch von der Zeitqualität her, dass du genießen sollst, dass du alles, was du tust, genießen solltest. Eine schöne Mahlzeit mit besonderer Liebe gekocht und dann mit einer tiefen Liebe gegessen, ist so viel mal mehr wert oder so viel mal mehr richtig toll in deinem Körper, dann bringt dir auch viel mehr Nährwerte als irgendwas Schnelles hinuntergeschlungenes oder schnell nur dahingekochtes. Einfach diese Achtsamkeit, die soll geschult werden. Und das heißt ja dann auch Achtsamkeit für alles, was du tust. Wenn du kreativ bist, ist der 12.03. der Tag, wo du dich in deiner Kreativität ausleben kannst. Und wenn du dann noch diese Kreativität mit deiner Liebe unterstützt, dann werden da ganz tolle Produkte draus. Da bin ich sowas von überzeugt davon, weil nämlich auch an diesem Tag der Zugang zur kosmischen Fülle für uns leichter ist. Und die kosmische Fülle, das ist ja das, was wir alle gerne möchten, in dieser Fülle zu leben. Und der 12.03., der hat es in dieser Beziehung in sich, der bringt uns von der Energie her näher zu der kosmischen Fülle. Also wir können die kosmische Fülle dadurch in unserem Leben spüren, indem wir achtsam sind, indem wir mit der Achtsamkeit die Schönheit aller Dinge entdecken und dadurch ein tolles Lebensgefühl bekommen. Denn wir richten uns ja richtig positiv aus und dadurch entsteht ein sehr schönes Lebensgefühl, nämlich das eigentlich immer so sein sollte. Das ist dann auch
von der geistigen Welt ja auch so gemeint, dass du, wenn du das am 12.3. intensiv für dich spürst und tust, dass du das dann mitnehmen sollst in die anderen Tage deines Lebens und dich daran erinnerst, welche große Kraft die Achtsamkeit in sich birgt und welche große Kraft der Liebe, der Fülle für dich dadurch verfügbar ist. Denn wenn du so weit bist, in der Schönheit, in allen Dingen die Schönheit entdeckst, wirklich in allen Dingen danach suchst, dann bringst du so viel Fülle von Schönheit in dein Leben, dass dein Leben sich automatisch verschönert, dass es einfach toll wird, dass es super wird und du dadurch dann auch noch kreativer wirst, deine Kreativität ausleben kannst. Und ich habe mir für den 12.3. auch schon ganz viele Dinge vorgenommen. Also erstens sende ich euch das Video, damit ihr richtig voll in diese Energie reingehen könnt. Und ich werde für mich auch das nächste Webinar vorbereiten, die Kreativität ausdehnen, in die Fülle des Universums gehen und mir dann das Wissen holen, um das entstehen zu lassen. Das ist einfach richtig gut, diese Energie. Nutzt sie für euch, für das, was euch gerade so am Herzen liegt, was für euch wichtig ist und genießt dann auch das, was da draus entsteht, weil es ist von einer ganz besonderen Energie getragen, die es nur am 12.3. für uns gibt. Ich werde natürlich diese Energie im Channeling oder in der Meditation nachher einfangen, so dass ihr, wenn ihr das Video mal wiederholt, immer Zugriff auf diese Energie habt. Ich werde so oft gefragt in den Chat, unten nicht im Chat, sondern in den Bemerkungen, die ihr unter das Video ihr schreibt, ob die Energie denn auch noch wirkt, wenn man es später anhört und nicht bei der Premiere oder bei der Live-Sendung dabei ist. Ich sage es gerne nochmal, natürlich wirkt die Energie immer, denn die ist in diesem Video gespeichert. Und das ist der Vorteil. Du kannst also von einem Channeling oder von einer Meditation wirst du immer die Energie bekommen. Die geht nicht weg, die bleibt da. Die Energie ist ja lebendig, die stirbt nicht, die ist immer da. Und deswegen also kannst du auch später jedes Mal von dieser wundervollen Achtsamkeitsenergie, von der Fülle der Schönheit profitieren und das für dich nutzen. Für deine neuen Projekte nutzen, für deine neuen Visionen nutzen und einfach dich dann dadurch bereichern lassen. Was auch wichtig ist, dass du deine Sorgen mal loslässt. Denn Sorgen sind so etwas, was hemmt, was dich ständig hemmt. Wenn du dir Sorgen machst, kommst du nicht vom Fleck, dann kreisen die Gedanken immer um das eine Problem und du siehst dadurch gar nicht die Schönheit der Natur zum Beispiel oder die Schönheit des Augenblicks. Ja, weil jeder Augenblick der Stille, der trägt für mich Frieden und Kraft. Und das ist etwas, was man nur spüren kann, so meine ich jedenfalls, wenn man die Sorgen mal loslässt. Wenn man einfach mal im Jetzt hier innehält und genießt, was sich gerade so zeigt. Die Schönheit in jeder Sache hervorholt und sie betrachtet. Das ist die Botschaft vom 12.3. Und da wird also diese Energie total intensiv auf die Erde einströmen und genießt es einfach für alle Aspekte in eurem Leben, die gerade wichtig für euch sind. Wir können ja die Energien dann auch so einsetzen, wie es passend für unsere Persönlichkeit ist. Und wenn du jetzt gerade ein neues Projekt begonnen hast, dann nutze die Energie, um deine Visionen zu vergrößern. Oder wenn du vielleicht im Garten was arbeiten möchtest, dann nutze diese Energie, um mit Achtsamkeit die Erde zu berühren, die ersten Pflanzen, die ersten Blümchen zu streicheln. Bei uns sind die ersten Blumen im Garten jetzt schon aufgegangen und das ist so herrlich das gibt dir so viel Kraft, wenn du die Schönheit in der Natur
achtest und ehrst. Und das ist tatsächlich die Botschaft von diesem Portaltag. Und ich freue mich, dass du hier bist. Und bevor wir jetzt beginnen mit dem Channeling für euch, möchte ich, ist mir gerade so spontan eingefallen, möchte ich euch noch bitten, für alle die unter euch, die mich noch nicht abonniert haben, weil ich habe festgestellt, dass 70% aller Menschen, die meine Videos anschauen, noch gar kein Abo dagelassen haben. Bitte unterstützt mich und gebt mir ein Abo, denn mit einem Abo ist es eine Achtsamkeit, die ihr mir überbringt für das, was ich für euch gerne tue. Und dann ist da so ein energetischer Ausgleich geschaffen. Also abonniert mich und aktiviert auch die Glocke, denn dann bekommt ihr ja auch immer die neuesten Videos und Botschaften sofort von mir angezeigt und seid im Bilde für das, was die geistige Welt uns gerade sagen möchte. Ja, und jetzt geht's aber dann auch bald los. Wir werden also zusammen ein wundervolles Channeling bekommen. Ich weiß noch nicht, was es ist. Es wird sicher mit Achtsamkeit und Fülle was sein und ich wünsche dir gleich ganz viel Freude. Aber ich werde mich, hier ist das Fülle-Aura-Spray, werde mich jetzt schon mal mit der Fülle einsprühen und euch so ein bisschen die Energie übersenden, sodass ihr das dann auch spüren könnt. Dann wünsche ich euch ganz viel Freude dabei. Es hat sich jetzt gerade die Sternensaat bei mir gemeldet, die Energie der Sternensaat. Und so werde ich ein Channeling mit der Sternensaat für euch jetzt geben. Ich bitte um die Energie des Schutzes für uns alle. Ich bitte um die Energie des Schutzes für meinen Kanal. Und für jeden, der heute hier zuschaut und auch in Zukunft hier zuschauen wird. Ich bitte um die reinsten göttlichen Energien, um die Botschaften, welche für uns alle heute wichtig sind. So öffne ich jetzt meinen Kanal und verbinde mich mit der geistigen Welt. Mit der Energie der Sternensaat. Einströmt die Energie der Freude, der Leichtigkeit und der Achtsamkeit, die Energie der Sternensaat. Einströmt diese Energie, um dich in deinem Herzen zu berühren. Und um dir zu zeigen, wie wertvoll du bist und welch ein schöner Mensch du bist. Die Sternensaat, die Engel der Sternensaat, die hellen, lichten Wesen haben sich versammelt und sie überbringen dir ihre Liebe. Denn es ist die Sternensaat, welche für dich singt. Sie singen die Melodie der Liebe, die Melodie der Achtsamkeit und der Fülle. Die Sternensaat ist ein riesiges Energiefeld im Universum und in ihr sind viele Sternenfelder verankert. Und so strömt nun diese Energie zu dir. Die Engel der Sternensaat bitten mich, dir zu sagen, dass du, wenn du gerade ein neues Projekt vorhast, völlig egal, was es ist, dass sie dieses Projekt jetzt mit ihrer Liebe bestrahlen werden. Alles, was du heute tun wirst, ist von der Liebe,
der Sternensaat getragen. In diesem Moment strömt die göttliche Achtsamkeit zu dir und sie öffnet die Felder der Fülle für dich. So strömt ein die himmlische göttliche Fülle und sie wird dein Projekt mit Energie überschütten und sie wird auch dich jetzt mit dieser wertvollen Energie überschütten. Öffne dein Herz so weit wie du kannst, um dich von dieser Energie tragen zu lassen. Diese Energie wird dir voller Liebe von den Engeln der Sternensaat überbracht. Sie singen für dich. Sie singen das Lied der Achtsamkeit, das Lied der göttlichen Ordnung, um dein Leben zu bereichern. Sie besingen deine Seele, um dir zu zeigen, dass du niemals alleine bist, dass die geistige Welt immer da ist und du auch mit allen Menschen verbunden bist. Fühle deine Zugehörigkeit zu allen Menschen, zu der Erde und zum Universum. Jeder einzelne von euch ist ein wichtiges Teil und bestimmt mit seinen Gedanken, wie es weitergehen wird. Und so strömt nun die Liebe, die unendliche göttliche Liebe zu dir. Und so strömt nun die unendliche göttliche Fülle zu dir. Es ist ein Reigen der höchsten Energien der Achtsamkeit, welche zu dir gebracht werden. Die Sternensaat beginnt zu tanzen. Es ist der Tanz der Liebe und du bist eingeladen, daran teilzunehmen. Lasse dich tragen von dieser großartigen Liebe und spüre, dass du dazugehörst und dass du selbst auch Liebe bist. Erkenne, dass du Liebe und Licht bist und lasse diese Liebe und dieses Licht strahlen. Und so streicheln dir die Engel über deine Haare, schauen dir liebevoll in deine Augen. Es ist schön, dass du heute hier bist. Dankbarkeit fließt zu dir. Du bist nun vollkommen neu ausgerichtet und die Kraft der Liebe und der Dankbarkeit, der Achtsamkeit, diese Kräfte begleiten dich. Smarana, für dein Licht und für deine Liebe. Ich wünsche mir so sehr, dass ihr alle ganz viel von dieser wundervollen Energie bekommen habt und somit euer Leben sich einfach ja nur verbessern kann und wir dadurch, durch diese positive Kraft, ganz viel zusammen bewirken. Ich danke dir und ich wünsche dir eine schöne Zeit. Bis zum nächsten Mal.